Also Arbeitsdienst in Deutschland. Für wen schuft der Deutsche? Wie wird er zur Schnecke gemacht? Der bravste Typ, neun Nachbar in der Umgebung. Der bravste Typ der ganzen Welt schuft das für wen? Und was nimmst du jetzt für einen Abschluss? Ja, so 300 bis 500 Euro wird er kosten, weil ich muss ja auch komplett Berechnung machen, ne? Wie viel speise ich ein? Ja, 400 im Jahr? 500? Ja, viel mehr ja nicht, ne? So, das heißt, 50% locker, eher 80% des Geldes, was ich einspeise zum Verteilnetzbetreiber, nehme ich die Bullshit-Jobs gleich wieder weg. Ich finde meinen Steuerberater gut. Ein sehr netter Mensch. Das sind mittlerweile vier, glaube ich, haben wir. Die können das richtig gut. Die machen einen hervorragenden Job. Aber ihnen gegenüber stehen Barrieren an Verordnungen und Hindernissen, die die alle kennen müssen. Gäbe sie nicht, bräuchte man sie nicht. Das muss man ihnen. So laufen wir, so läuft es bei uns. Mal sehen, wie sie uns abnehmen. Und jetzt die Typen machen die Gesetze. Bandenbildung zeigt, dass die Leute, die eben in diesen gemeinsamen Betrugsvorgängen drinstecken, gar nicht mehr rauskommen. Und Sie sehen es auch zum Beispiel im Bereich der Wirtschaftsprüfer. Die Preussag hat schon seit Jahrzehnten immer denselben Wirtschaftsprüfer. Die können den gar nicht wechseln, denn wenn ein neuer Wirtschaftsprüfer reinkäme, würde der sofort auf diese ganzen Betrügereien stoßen und müsste das also aufdecken. Deswegen kann man seitens der Preussag nur mit jetzt Hui, nur mit diesem alten Wirtschaftsprüfer weiterarbeiten, der damals ja auch diese Betrügereien gedeckt hat mit der Sonderprüfung, die ich verlangt habe. Daran sieht man schon mal, welche extremen Dinge dort eine Rolle spielen. Diese Leute sollen dann am Ende noch real und sauber und korrekt prüfen. Und unabhängig vor Und allem. unabhängig. Völlig unmöglich. Es sind korrupte Wirtschaftsprüfer, die letztendlich gar nichts mehr anders machen können, als diesen Das finde ich ganz gut. Korruption und diesen Betrug weiter fortzuführen. Und Ja, die Typen. Und das sind die Intellektuelle. Die es gibt andere, die jetzt dem ganzen System eine reine Verbrecherei. So viel kann ich gar nicht aufzählen. So, nachdem also die Amerikaner nicht nur davon profitiert haben, sondern auch noch gekommen sind und etwa 20.000 bis 30.000 Schutzrechte und Patente 20 bis geholt haben, ja, sich 30.000 angeeignet haben, angeeignet haben. Das ist die Nummer. Jetzt Deutschlands Goldschatz in Amerika. Die nächste Nummer. Ich habe ja schon erzählt, also unsere Überschüsse von Die Wörter sind. 1500 Tonnen Die Gold sind sind ein weg, Produkt die sind deutscher im Arbeit Süden. und deutschen Fleißes. Da hat man das Sie Süden stammen aus der dekadent gemacht. Nachkriegszeit, als Deutschland im Zuge des sogenannten Wirtschaftswunders große Außenhandelsüberschüsse generierte. Doch nun weigert sich die FED, deutsches Eigentum wieder zurückzugeben. Nach jahrelangem Tauziehen willigte sie 2012 ein, wenigstens 300 Tonnen bis zum Jahr 2020 wieder auszuhändigen. Bis Für das Jahr 2020. 2013 war So viel. geplant, 50 Tonnen Gold nach Deutschland zurückzuführen. Ja, so Tatsächlich kamen viel. dann nur 37 Tonnen an. 32 Tonnen stammten dabei aus Paris Paris. und nur 5 Tonnen kamen wirklich 5 von der Tonnen. FED. Süß. Bei Die diesen 5 Jungs, Tonnen ist das handelte es ein sich um drei Kasperlustheater. Nichtung Barren aus Deutschlands Geht nur mit Originalbeständen. Deutsche. Es waren neu gegossene Das Barren bravste mit Volk mit 9 2013er Nachbarn Prägen. drumherum. Deutsche Kein Politiker, Wunder, die hat man die mit denen deutschen Krach immer Notenstände wieder. kontrollieren sollten, Japan kehrten hat gar mit keinen verfälschten Nachbarn. Dinge aus New York England zurück. auch keinen. Die FED weigert sich überdies bis heute sogar, eine Barrenliste offenzulegen. Führende Wirtschaftsexperten der Welt sind sich einig. Das deutsche Gold ist weg. Deutschland. Deutschland? Ein Arschloch. Finanzfaschismus? Guck mal, was der da für Namen nennt. Und Sie sagen aber, Herr Hetzer, nee, wieso suchen wir denn eigentlich nicht nach den Schuldigen? Ja, ich glaube, dass es ungerecht wäre, wenn man, und die Erfolge waren ja bislang nicht besonders erfolgreich, etwa nur auf der zivilrechtlichen Ebene, also um Schadenersatz bemüht wäre. Das ist aus mehreren Gründen schwierig. Erstens sind die Summen, um die es geht, so hoch, dass kein Mensch mit
noch so qualifizierte Arbeit diesen entstandenen Schaden ausgleichen kann. Zum anderen beobachten Sie ja sehr geschickte und erfolgreiche Vorsorgestrategien. Das Ganze hat auch eine Adresse, Paragraph 19 der Satzung der Bayerischen Landesbank. Wenn Sie da nachlesen, dann stellen Sie fest, dass die Verwaltungsratsmitglieder der Bayerischen Landesbank, quasi der Aufsichtsrat, nicht von jeglicher Haftung freigestellt sind, aber nur bei grober Fahrlässigkeit haften. Das können Sie vergessen. Das ist so schwer nachzuweisen und das ist so eine hohe Schwelle, dass bis auf sehr exzeptionelle Umstände eine Haftung nicht in Frage kommt. Die Typen gehen überwacht. Oh, nicht mir Bürger. Aber uns Bürger will sie immer härter überwachen. Die Aussage, Bargeld ist das Blut in den Adern der Kriminellen, würde ich ehrlich gesagt mit Bertolt Brecht kontern. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Ja? Also die wirklich Kriminellen, die haben es nicht notwendig, Geld zu stehlen, denn die erzeugen es für ihre Freunde und ihre Verwandten in der Kreditvergabe. Und wenn die Kredite, wie gesagt, nicht zurückgezahlt werden, dann zahlt sie eben der Staat, dann zahlen sie die Steuerzahler, die Bevölkerung. Das ist ja viel einfacher als der Diebstahl von Geld. Adi, Arschloch.